Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch alles an Bord vor. Bei alles an Bord geht es darum, dass wir erst unsere Schiffe beladen und dann damit Abenteuer erleben. Alles an Bord ist ein Spiel vom Autor Carlo Arossi mit Illustrationen von Michael Menzel. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Abacus Spiele erschienen. In der Schachtel finden sich einige Schiffe als Sichtschirme sowie quadratische Karten, Plättchen und ein paar Holzmarker. Jeder Spieler erhält ein Schiff und die Abenteuerkarten werden vorbereitet. Es werden zufällig 5 grüne Entdeckungen, 2 blaue Handel, 3 schwarze Piraten und 3 rote Aufträge zusammengemischt und als Kreis ausgelegt. In die Mitte des Kreises kommt ein wilder Haufen an Ausrüstungsplättchen. An der Seite wird das restliche Spielmaterial bestehend aus Warnsäckchen in 4 Farben, Münzen, Schatztruhen und Papageien ausgelegt. Nun kann es schon losgehen. Alles an Bord geht über 2 Runden, die jeweils aus einer Ladenphase und der Reisephase bestehen. Beim Laden rüsten sich die Spieler mit den Ausrüstungsgegenständen aus der Mitte aus, um diese dann beim anschließenden Reisen zu nutzen, um die bevorstehenden Abenteuer zu meistern. Die Spieler rufen "Alles an Bord!" und fangen gemeinsam an, die Abenteuerkarten aufzudecken. Diese zeigen immer einen möglichen Tausch von Ausrüstungsplättchen oder Waren zu Waren oder Gold. Die Spieler dürfen nun ihr Schiff mit Ausrüstungsplättchen beladen. Dafür zeigt das Schiff eine Anzahl von Plätzen. Bei Nehmen gilt, man darf jedes Plättchen angucken und beliebig zurücklegen, aber alles, was man auf dem eigenen Schiff abgelegt hat, muss dort liegen bleiben und man darf nur eine Hand benutzen. Zusätzlich hat das Schiff 2 Lagerplätze, die nur für Warensäckchen bestimmt sind, auf denen man in dieser Phase auch 2 Waren legen muss. Der erste Spieler, der fertig ist, ruft laut "Leine los!" und fängt an, die Abenteuerkarten wieder umzudrehen, einzusammeln und zu mischen. Die anderen Spieler dürfen aber so lange weiter Plättchen nehmen, bis sie auch fertig sind. Nun beginnt die zweite Phase, die Reisephase. Die Abenteuerkarten werden nacheinander abgehandelt. Entdeckungen und Handelskarten werden einfach aufgedeckt. Dann dürfen die Spieler entscheiden, ob sie den darauf abgebildeten Handel durchführen wollen bzw. die entsprechenden Plättchen abgeben wollen. Nur bei Piraten müssen die Spieler vor dem Umdrehen entscheiden, ob sie diese erfüllen wollen. Können sie es dann nicht, verlieren sie 2 Münzen und eine Ware. Rote Auftragskarten werden zunächst nach hinten gelegt und erst zum Schluss abgehandelt. Nun tauschen alle Spieler je 10 Münzen gegen eine Schatztruhe, bis sie nur noch weniger als 10 Münzen übrig haben und platzieren sie auf ihrem Schiff. Diese blockieren für die zweite Runde Lagerplätze. Der Spieler, der am wenigsten Münzen hat, erhält einen Papagei. Diesen kann er in der zweiten Runde als Joker-Ausrüstung einsetzen. Nun wird die zweite Runde wie die erste gespielt. Der Spieler, der am Spielende am meisten Gold gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Ja, alles an Bord ist ein schönes Spiel für die ganze Familie. Man hat hier diese Mischung aus, man merkt sich was, man grabbelt so ein bisschen in der Mitte rum, muss ein bisschen schneller sein als die anderen, guckt, dass man hier seine Plätze optimal nutzt und später dann muss man sich wieder überlegen, okay, für welche Aufträge habe ich nochmal welche Sachen gesammelt, wie tausche ich die am besten? Und hofft dann, dass es irgendwie klappt. Insofern ist es für Familienspieler, die vielleicht nicht ganz so häufig spielen, echt ein schönes Spiel. Ich muss allerdings sagen, für mich als Vielspieler, mir geht es da ein bisschen so, dass ich sage, mir fehlt da was. Weil ich konnte auch beobachten bei den Mitspielern, dass es immer so ist, okay, ich muss zuerst gucken, was zeigen mir diese 3 Piraten. Also suche ich mir die 6 Sachen für die Piraten, weil die Piraten bringen im Regelfall sehr viel Geld oder eben sehr viel Beute. Und wenn ich merke mir dann, okay, die Piratensachen habe ich jetzt zum Beispiel da hingelegt, die darf ich für nichts anderes benutzen, dann ist es völlig wurscht, wann die kommen. Dann ist nicht dieses, ich entscheide mich, ob ich den Piraten will oder nicht, weil falls ich ihn nicht machen kann, kriege ich ja einen Nachteil. Das fällt hier komplett weg, weil man einfach direkt sich die Piratensachen holt und fertig und weiß, okay, diese 11 Münzen und diese 3 Säckchen da, die habe ich sicher. Und dann guckt man rum, guckt, okay, was bringt mir noch am meisten Sachen. Direkt Geld ist immer gut, also nehme ich mir als nächstes das hier, merke mir, okay, das war was, für das ich auch wieder Geld bekommen habe. Und dann gucke ich, okay, wie kann ich am besten noch mehr so ein paar Säckchen machen, hier. Und dann bin ich fertig. Und
dann ist das Spiel auch nicht mehr spannend irgendwie. Weil alle haben sich erst die Piraten genommen und gut, manch einer hat sich dann vielleicht ein bisschen für einen anderen Auftrag oder so entschieden, aber dann gingen die Runden auch echt immer zwar nicht unentschieden aus, aber waren dann alle sehr knapp und irgendwie war es dann auch nicht so spannend. Und da man dann praktisch, also es war nicht dieses, was mache ich, krabbeln und so, sondern wirklich ganz gezielt, ich suche jetzt erst die beiden Sachen, dann die beiden Sachen, dann die beiden Sachen. Dann gucke ich, okay, hier die beiden Sachen und dann die beiden Sachen. Und dann ist es durch, dann drehe ich es um und es geht auch bei allen etwa gleich schnell. Und ja, also vielleicht merkt ihr schon daran, dass es irgendwie dieses, mir fehlt dann noch was, wo ich sage, ah, das ist der richtig coole Clou, der mich auch als Vielspieler abholt. Und das habe ich hier halt irgendwie nicht. Weil ich kann es optimal, also ich gucke praktisch einmal rum, merke mir, okay, was sind die optimalen, die nehme ich dann und fertig. Und dann ist das, dass die Plättchen hinterher gemischt werden und dass man sich beim Piraten entscheiden kann, das spielt gar keine Rolle mehr. Ja, weil ich weiß es eh vorher. Und dann ist das, was für Familien, die vielleicht nicht so krass am Denken sind, da, für die ist das dann spannend. Habe ich jetzt noch alles für den Piraten oder nicht? Da, glaube ich, funktioniert es gut. Und ich denke auch, dass es mit Kindern gut funktioniert, auch wenn wir, wie immer, nicht mit Kindern getestet haben. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn du das halt in reinen Vielspielerrunden spielst, wo alle eben dieses analytische Denken haben, dann ist es, ja, dann ist diese Spannung nicht da. Und deswegen finde ich, fehlt hier ein Clou, der auch die Vielspieler abholt. Aber für Familien, glaube ich, ist es ein tolles Spiel. Ja, und hoffe, wir konnten euch hier einen guten Einblick in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.